Ich würde sagen, daher ist das Lernen über Medien, also was dahinter sich verbirgt, ist eigentlich die Förderung der Medienkompetenz in der Familie, in der Schule, aber eben natürlich auch in außerschulischen Kontexten und das Gleiche gilt auch für Erwachsenenbildung, sehr wesentlich. Und hier habe ich Ihnen nochmal das Original des Medienkompetenzmodells von Dieter Waake an die Wand geworfen. Soweit kennen Sie schon, darauf verweist alles. Und dieses Modell ist jetzt inzwischen schon 40 Jahre, sind das, das ist so Ende der 70er ist es entstanden, 40 Jahre ist es alt und es ist natürlich in der Zwischenzeit was passiert. Gerade wenn es darum geht, um Schule hat es natürlich immer noch Relevanz. Also man kann aus diesen einzelnen Begriffen kann man durchaus noch etwas ziehen, was für Schule und für außerschulische Kontexte auf jeden Fall noch Relevanz hat, aber man hat es in der Zwischenzeit etwas konkretisiert. Zum Beispiel in der Erklärung, die ich vorhin erwähnt habe, schon mal die KMK-Erklärung zur Bildung der digitalen Welt 2016. Die sehen Sie hier auf der linken Seite. Da wurde im Prinzip auf den Mitrückgriff auf dieses Ursprungsmodell von Dieter Waake, auf diese vier Dimensionen, wurde hier jetzt ein Modell entwickelt, das ein bisschen ausdifferenzierter ist. Das heißt, da geht es darum, suchen, verarbeiten und aufbewahren, kommunizieren und kooperieren, produzieren und präsentieren, schützen und sicher agieren, Problem lösen und handeln, analysieren und reflektieren. Das ist eines der Modelle, die aus diesem Ursprung heraus entwickelt wurden, mit einem praktischen Bezug jetzt im Wesentlichen hier erstmal Bildungsinstitutionen übergreifend. Die Schule ist allerdings, was die konkrete Umsetzung betrifft, in den Ländern da, was diese Kompetenzziele betrifft, schon am weitesten. Da hatte ich Ihnen ja erzählt, dass ich im Mai, Anfang Mai in Bonn war, da ging es darum, da haben wir versucht für Sek 1 und für Grundschule, die diese Kompetenzen entsprechend in konkrete Empfehlungen für die Bildungspläne der Länder zu gießen. Das heißt, die Schule ist da schon relativ weit und als nächster Schritt geschieht das Gleiche eben auch für die Hochschulen. Da gibt es jetzt in diesem Zuge eine Digitalisierungsstrategie oder Digitalisierungsstrategien, um es genauer zu sagen. Jede Hochschule macht da ihr eigenes. Kann man auch darüber streiten, wie sinnvoll das ist, ob man nicht eher gucken könnte, was die anderen machen, aber okay. Und versucht entsprechend diese übergeordneten Ziele auch in die Curricula für die Hochschulbildung mit aufzunehmen. Und das geht dann entsprechend weiter. Mal für die Spitze, ja, eine Frage oder eine Anregung? Ja, ich hatte eine Frage und zwar zu der Infrastruktur an Schulen, was digitale Bildung angeht. Ich war bisher in keiner Schule, wo es WLAN gab zum Beispiel. ich finde es schwierig, über die digitale Welt zu reden in der Schule, wenn die Schule nicht Teil der digitalen Welt ist. Ja. Gibt es da auch irgendwelche Pläne oder Anregungen? Ja, gibt es. Ich stimme Ihnen da sehr zu in der Analyse. Der sogenannte Digitalpakt, ich werde da in der nächsten Sitzung werde ich noch mal kurz darauf eingehen. Ich glaube, das schaffe ich heute nicht. Also ich würde Ihnen erstmal alles präsentieren zum Thema Lernen über Medien, dann kurz gucken wir uns den didaktische Perspektive an und dann käme, das schaffe ich aber erst nächste Woche, dann, am 5. Juni, über die Gelingensbedingungen sprechen. Da hat die Bertelsmann Stiftung einiges gemacht und da gab es einige Studien, die ich Ihnen zeigen kann und die im Prinzip das bestätigen, was Sie wahrscheinlich Sie und Sie alle, wenn Sie eben entsprechend schon in einer Schule waren, eigentlich praktisch vorfinden, dass es da einen enormen Bedarf gibt. Ja. Es passiert ein bisschen was, ich teaser das mal zumindest, oder dass Sie den Begriff schon mal gehört haben, der Digitalpakt war ja lange mit Fragezeichen versehen und kommt jetzt. Da geht es um die 5 Milliarden, die immer wieder diskutiert wurden, die sollen jetzt kommen. Wie die kommen und was das bedeutet, wie viel das bringt, darüber, denke ich, sollten wir dann nächste Woche sprechen. Aber ich würde heute erstmal versuchen, den Kreis zu schließen, lernen über Medien und didaktische Aspekte und dann am 5. über die Gelingensbedingungen sprechen. Da müssen Sie schauen, dass Sie nochmal da sind und stellen Sie Fragen. Ja. Für die Spitzfindigen unter Ihnen. KMK-Erklärung. Was davon ist streng genommen keine Kompetenz? Weiß es jemand? Da könnte man drauf kommen.
Wer von Ihnen outet sich als spitzfindig? Ist das eine Meldung? Nee? Geht's ums Rechte oder ums Linke? Wir sind noch links. Rechts kommen wir gleich hin und da zeige ich Ihnen gleich eine Grafik, auf der man das besser sehen kann. Da müsste ich nicht so quälen. Also wir sind noch hier komplett. Was ist keine Kompetenz? Ja? Sicher agieren ist eine Kompetenz, aber schützen ist keine Kompetenz. Haben Sie vollkommen recht. Also haben sich die Kolleginnen und Kollegen, die das gesehen haben, haben sich sehr darüber gewundert, dass die KMK das entsprechend vorschlägt. Aber das ist bis heute immer noch, sozusagen steht in dieser Strategie als Kompetenz. Kann man wirklich darüber streiten, ob Schützen eine Kompetenz ist? Ja. Okay, Klammer zu, kleiner Fun Fact. Jetzt gibt es noch ein Papier, das zeige ich Ihnen jetzt noch ein bisschen größer, das war auf der rechten Seite. Ich hoffe, Sie haben sich nicht gequält. Um das zu entziffern, das ist jetzt ein bisschen größer, das ist die Länderkonferenz Medienbildung, LKM. Und die haben entsprechend auch ein Kompetenzmodell erarbeitet, das meines Erachtens noch ein bisschen besser auf den Punkt kommt als das KMK-Modell, ist von 2015. Es gibt eine Ursprungsversion von 2008. Alles entsprechend dazu finden Sie auch im Netz, wenn Sie das noch genauer nachlesen wollen. Aber so das Wichtigste sehen Sie eigentlich hier, da geht es um Information, Kommunikation, Präsentation, Produktion und Analyse. Und auch vielleicht eine Frage für die Spitzfindigen, die LKM hat mich jetzt eingeladen für den nächsten Montag. Ich berichte dann am Mittwoch, was da rausgekommen ist. Und wir wollen darüber reden, also alle diejenigen, die dieses Modell entwickelt haben, haben die Idee, dass wir gemeinsam darüber reden, was denn jetzt die aktuellen Veränderungen? Sie haben das gehört in der vierten Sitzung, ging es darum, gesellschaftliche Medienentwicklung. Was ändert sich eigentlich dadurch, dass jetzt plötzlich Medien digital sind? Also nicht nur responsiv, sondern digital und eine digitaltechnische Basis verfügen. Ich hatte Ihnen so ein bisschen was erzählt zu den Entwicklungen in Richtung KI und so. Und die Frage ist jetzt am nächsten Montag, inwiefern verändern sich diese Kategorien oder sollten sich diese Kategorien in Anbetracht der aktuellen gesellschaftlichen Medienentwicklung verändern? Das ist die Frage von Montag. Und jetzt mal ebenfalls für die Spitzfindigen von Ihnen. Was glauben Sie, ich weiß es natürlich nicht, ne? Ich werde es nächsten Mittwoch dann erzählen, was Ergebnis war, aber meinen Sie, dass sich diese Kategorien hier oben ändern werden? Oder denken Sie eher nicht? Wir können nur mutmaßen, ne? Das heißt, Sie können mit der Antwort nicht falsch liegen. Aber gut wäre, wenn Sie eine Begründung hätten. Warum Sie sagen, ändert sich, weil, ändert sich nicht, weil. Ja? Ich hätte jetzt gesagt, dass es sich nicht ändert, weil es für mich Grundlagekompetenzen sind, die man einfach dann sind wir uns einig, also ich würde das auch so vorschlagen am Montag, dass sich diese Grundlagenkompetenzen nicht ändern, dass sich aber vielleicht, und vielleicht werden wir daran arbeiten, dass sich diese Beispiele etwas angepasst werden, aktualisiert werden, dass man leichter anknüpfen kann. Mal gucken, aber ich berichte hier, was rausgekommen ist, dann am nächsten Tag. Also damit haben Sie jetzt das dritte Medienkompetenzmodell kennengelernt, das so ein bisschen konkreter ist, gerade für die Anwendung in der Schule.